You need to know that I'm a Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Forza Horizon 4. Wir sind noch im Winter unterwegs und dort steht eine Superlimousinenmeisterschaft an. Und ja, wenn wir im Schnee und Eis und so unterwegs sind, dann kommt für mich nichts anderes in Frage, als einen schönen Audi mit Quattro zu wählen. Und ein Fahrzeug, was wir noch gar nicht gefahren haben, ist nämlich dieses schöne Diction 4. Der Audi RS7, nicht das aktuellste Modell, sondern eine Generation davor. Obwohl, gibt es vom neuen A7 schon RS7? Ich bin mir gar nicht sicher, aber es gibt auf jeden Fall schon mal Nachfolger. Und das ist eines dieser Fahrzeuge, wo ich über die Jahre erst, sagen wir mal, Gefallen dran gefunden habe. Als der rauskam, dachte ich mir so, was soll diese Fahrzeugform, was soll das sein, Audi? Aber mittlerweile muss ich sagen, die RS7 oder A7 auch, ist mir optisch wirklich, ja, mittlerweile gefällt er mir. Mittlerweile finde ich ihn doch sehr sexy, insbesondere auch den neuen. Der ist echt sehr schön geworden. Natürlich würde ich weiterhin, wenn ich sage, oh, ich habe ein bisschen Geld über, ich kaufe mir jetzt was von Audi, würde es bei dem Preis immer noch bei dem RS6 landen, weil das ist letztendlich das Ding da einfach nur als Kombi, weil motortechnisch teilen die sich nämlich dieselbe Plattform, die Jungs. Und, aber optisch ist das Ding einfach recht fett. Wenn man den mal sich vorsichtig hat, ist das schon ein sehr, sehr monströses Schiff und, ja, hat schon seine ganz eigene Ausstrahlung. Und den werden wir heute fahren und das Schöne ist, das ist noch eines der Autos, was wir bei den Upgrade-Helden uns noch nicht angeschaut haben, weil, ja, genau wie sein Markenkollege, der RS6, hat nämlich auch der R7 ein White Body Kit in diesem Spiel und ja, ich sag mal so, ne? Quadro und mehr Spurbreite spricht an sich nichts gegen und dementsprechend werden wir das Ding jetzt ein bisschen aufbauen. Wir haben nicht so viele Punkte Möglichkeit, leider nur bis A800 können wir wieder hochgehen, aber Optik kann man immer machen, Ryzen geht immer, dementsprechend ist das gar kein Thema und wir ballern mal ein schönes White Body Kit dran. Nämlich das Schöne hier wird es jetzt hier werden. Ihr seht schon, das ist auch echt assig breit, also es ist halt so ein bisschen was vom. Ja, es ist eigentlich relativ selbe wie am R6. Es würde ich mir echt auch niemals an die Karre machen, weil es proportional, also es sieht vorne übel aus, weil die Finnen halt einfach so assig riesig sind. Und diese komischen Lüftungsschächte sehen halt ein bisschen panne aus, also insbesondere die hier in der hinteren Tür, die nebenbei so nicht mehr aufgeht, weil ich habe keine Ahnung wie, aber wir müssen sie irgendwie per Knopfdruck aufkriegen, weil an sich die Türlinie ist noch da. Also es ist ja darauf geachtet worden, dass die Tür noch offen ist. Aber Türgriffe haben wir nicht mehr. Und wenn, sind sie unter dem GFK verschwunden. Also dementsprechend, entweder musst du von innen aufmachen, was hart behindert ist, oder du baust ja ein Knöpfchen dafür ein. Das kann man sich halt aussuchen, wie man möchte. Aber White Body Kit kommt erstmal an. RS7 haben wir damit gerade Punkte verloren. Krass, Alter, wir gewinnen damit übelst Punkte. Okay, man muss auch sagen, die Spurbreite wird auch leicht breiter. Junge, wird die Spurbreite breiter. Guckt euch den Vergleich mal an. Das ist ja widerwärtig. Nicht, dass ich das schlecht finden würde, aber ich sag's ja nur. So, Spoiler. Nee, dann bleiben wir. Was ist das denn? Was bist du? Ich überlege gerade echt, was das Ding da. Hä? Soll das so? Das sieht auch nicht so ganz richtig aus. Also original klappt dieser Spoiler hier aus. Wenn ich den jetzt. Warum macht man. Nein, wir bleiben beim Original. Wir machen da keine Carbonlippe dran oder was auch immer. Ich weiß nicht, was das darstellen soll. So, bevor ich jetzt an Felgen gehe, obwohl ich die Originalen ganz sexy finde sogar, gehen wir erstmal ein bisschen tiefer. Oh. Das ist wieder halt nicht besser, ne? Die Karre wirkt ja dadurch nur noch breiter, dadurch, dass wir ihn noch tiefer holen. Nicht, dass ich das schlecht finden würde, aber. Alter. Bremsen können wir schon mal nicht upgraden. Da werden die Keramik sein von Audi. Dementsprechend brauchen wir da eh nichts machen. Winterreifen wären eigentlich ganz sexy, können wir aber nicht machen, weil wir haben keine Punkte mehr frei. Felgengröße geht auch nicht, schade. Also, das ist schon die. Mein Gott, man kann die echt. Man darf hier sehr wenig selber machen. Ich merke schon, Audi hat da sehr viele Hand übernommen. Felgen können wir da schon mal. Obwohl ich, wie gesagt, ich mag die Originalen. Wir könnten natürlich auch hier einfach mal sowas drauf machen. Aber es wäre halt hart bescheuert, dementsprechend machen wir es natürlich nicht. Aber ich glaube, ich bleibe bei den originalen Felgen. Ist aber was, wir bleiben bei den originalen. Obwohl ich jetzt gerade auch überlegen bin, so richtig schön assig rutschig vom Tiefbett wäre auch geil, ne? Weil das wird mit der Breite einfach noch so brutal kommen. Ja. Wo waren die geilen Roti vorne mit Tiefbett? Weil die hinten waren die, ne? Ba, 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 ba. Das passt halt optisch einfach mal so gar nicht auf dieses Auto. Das passt halt optisch so überhaupt kein bisschen, nicht mal ansatzweise irgendwie auf die Karre. Aber irgendwas anderes mit Tiefbett, was irgendwie wirkt. Also die Rollen haben ja Tiefbett wie Sau, aber es wirkt halt einfach auf dieser Karre null. Ich kann ja nicht solche Fuchsfelgen wie ein Porsche auf den RS7 draufzimmern. Irgendwo gibt es Geschmacksgrenzen. Ha. Hier haben wir gerade ein Tiefbett. Ich guck mal kurz. Ja, ich will diese Breite von dem Ding ja noch ein bisschen mehr mit der Felge betonen. Aber irgendwie ist alles sehr enttäuschend.
Das ist echt nichts, wo ich sage, so krasser Scheiß. Das mache ich mir jetzt auf jeden Fall auf die Karre. Also auch nichts, was mir dann optisch gefällt. Alles zu schmal für dieses Auto. Könnten wir machen. Ach komm, die machen wir. Wir machen die drauf. Die gehen auch immer. Die sehen auch immer schön assig aus. So, was machen wir denn jetzt? Machen wir Leistung oder Performance können wir eh gar nichts mehr machen. Also Handling meine ich. Da geht eh nichts mehr. Wir können noch ein bisschen auf Leistung gehen. Das können wir noch machen und dann war es das auch schon. Naja, ne? Ja, da geht nicht viel. Also 800 Index ist auch einfach nicht hoch. Jetzt können wir noch Spurstangen machen. Einfach mal. Spurstangen Stabis. Und das war es dann auch schon. So, RS7 ist fertig. Jetzt gucken wir mal wegen Farbe. Ich muss sagen, das Rot ist schön. Die Felgen werden wir auf jeden Fall nochmal anpassen. Ich werde auch kein Design draufpacken. Das Rot werden wir auf jeden Fall noch anpassen, weil die sind mir zu dunkel. Die ganzen Details gehen überhaupt total flöten. Ich überlege ja gerade wegen der Farbe. Es müsste denn auch ein Blau geben, ne? Okay, ich hatte jetzt gerade ein helleres Blau im Kopf. Das ist mir zu dunkel. Mein Gott, das sind ja ganz schön viele Understatement-Farben. Das ist ja nichts, was irgendwie krass in die Fresse springt, außer das Rot. Ich gucke gerade, ob ich das Blau irgendwie hinkriege. Weil Audi hat auch so einen geilen Blauton, den ich niemals hinkriegen werde. Nee, keine Ahnung. Der wird hier irgendwo... Nee, Blau geht doch nicht klar. Grau ist zu langweilig. Grau ist eigentlich zu langweilig. Weiß könnte man natürlich im Sinne vom Schnee machen, aber finde ich jetzt auch nicht so geil. Ich sehe schon, kommst du gleich bei dem Rot bleiben, wenn, weil das Rot halt einfach gut aussieht. Das Blau ist mir zu dunkel. Man darf es halt leider nicht anpassen. Ich würde es halt gerne anpassen. Aber ich darf halt leider nicht. Ist das Spezialfarbe vielleicht? Tarnmuster? Ne, ist zu viel des Guten. Also, boah. Oder wir machen komplett Carbonara. Wir machen komplett Carbonara. Komm, wir gehen einfach vollkommen all out, voll bescheuert. Wir machen wirklich alle Farbgruppen. Die machen wir nämlich einfach ein bisschen gräulicher, die Jungs. Aber, warte mal, wir machen die... Poliert machen wir die vielleicht? Gucken wir mal kurz. Alu gebürstet. Gebürstet Alu ist auch okay, ne? Wir machen mal gebürstetes Alu. Scheiben machen wir natürlich all out dunkel. Jetzt finde ich den RS7 schon... Also, ich bin mit dem Carbon jetzt gar nicht mal so sicher, ob ich Carbon haben will. Also das Rot war halt echt schon sexy. Carbon ist halt böse assig. Ich mache momentan nur böse assig. Irgendwie ist alles dunkel, grau, schwarz. Klar, so ist es, so Shepard hat noch ein bisschen mehr, muss man einfach sagen. Der Spoiler kann halt so aussehen, deswegen weiß ich nicht, was die Lippe da gemacht hätte. Ne, wir machen ihn wieder zu Rot zurück, ist mir egal. Carbon ist zwar cool, aber irgendwie brauche ich gerade was Farbenfrohes. Wir sind eben wieder da unterwegs, ja, das ist einfach. Ich komme mal so. Warum änderst du die Felgenfarbe dann wieder, Alter? Was ist das denn für ein Zweck? Dankeschön. Ich kann ruhig gerne so bleiben. Jetzt hat er die Scheiben auch wieder nicht getönt, merke ich gerade. Ach, ist egal, komm. Dafür gehe ich jetzt nicht wieder zurück, weil dann setzt er nämlich wieder alles und habe ich jetzt nicht Bock drauf. Wir wollen ja auch mal Rennen fahren hier. Wir wollen ja auch Fortschritt haben ein bisschen. Dementsprechend wollen wir die Superlimousinen-Meisterschaften angehen und ja, mal gucken. Ich weiß keine Ahnung, ob der RS7 aber taugt. Ich kann mir halt vorstellen schon, weil es jetzt nicht unbedingt langsam und wir haben Allrad und wir haben eine Spurbreite wie ein 40-Tonner. Das ist schon massiv breit in der Datei. Junge, Junge, Junge. Geht da in der Tiefe noch was? Ich merke gerade, ich habe auch in dieser Folge Discord an. Ach, das ist schön. Dann nutzt du einmal Discord, ne? Ich nutze sonst nie. Und dann geht mir das so auf den Sack. Warte mal kurz. Komme ich ja Gott sei Dank. Und schon ist Ruhe im Karton. So, war ja Gott sei Dank auf einem anderen Monitor. So, gut, dann wollen wir die Meisterschaft mal fahren. Wo ist sie denn? Die ist hier drüben, genau. So, die Karre nochmal ein bisschen tiefer gelegt. Weil das macht im Winter nämlich am meisten Sinn. Mal gucken, ob die Straßenreifen jetzt überhaupt reichen. Wir haben ja halt keine Winterreifen drauf, weil es halt nicht ging. Boah, aber der klingt mal... Vier Veranstaltungen sind das sogar. Ach du Kacke, ja, ein bisschen mehr, na gut. Aber Alter, der klingt ja mal richtig hardcore assig. Kalt ist, trotzen eine Menge Zuschauer zum Wetter, um sich das Wintersaisonrennen anzusehen. Das hat ganz sicher nichts mit dir zu tun, oder? Absolut nicht. Das klang mit dem Alter, der klang mal mehr als sieben, ist pervers. Ich hatte gar nicht mehr im Kopf, wie geil die Karre klang, ey. Boah. Der Klang ist geil. Neben uns steht normaler RS7. Minimaler Breiten- und Höhenunterschied. Also, man sieht es halt kaum. Man muss schon. Deswegen sage ich es ja, man muss auch schon darauf hinweisen, sonst sieht man es nicht. Alter. Bäm, bäm, Alter, das ist einfach so ein assiger Klang, einfach so total dreckig so. Man muss euch zerstören dein Leben, wenn du keinen Platz machst.
Also immer so Durchzug haben wir, Traktionsprobleme, nada niente, gibt's nicht. Habe ich aber auch nicht anders erwartet mit dem Allrad. Lass mich durchfliegen. Doch, zu dem sehr viel Platz. Vor uns ein RS6, es wird gerade einfach so schmal die Kiste, wenn du so mit RS7 ist sowieso schon breiter als der RS7, RS6 aus der Generation. Dann hast du nochmal so ein Bodykit, was einfach nochmal ein RS7-Gefühl dran klatscht, also von der Breite locker. Ja, das Rot ist schon geiler. Das Rot macht schon mehr her. Ich habe schon ein bisschen mehr. Also, man muss ja ein bisschen Fröhlichkeit hier in den Winter reinbringen. Nicht immer so düster und dunkel und traurig, sondern mal ein bisschen hier farbenfroh. Außenrum überholt durch den Schnee. Natürlich führt ein Markenkollege, so muss das sein. Da können wir gleich nochmal schön den Vergleich ziehen zwischen ein bisschen schmal. Ne, ist ein RS5, oder? Ne, RS6. RS6, RS7. Ja, mein Gott, ich erkenne. Jetzt ist ein RS7. Okay, ich habe sie gar nicht aus der Entfernung. Spricht nicht für die Varianz der Fahrzeugmodelle optisch. Wenn ich erst so 5 Anläufe brauche, so. Nee, auch nicht. Nee. RS6 gab es in der Generation gar nicht mehr als Limerick. Der gab es ja nur noch als Kombi. Aber schon, also, wie gesagt, die Heckpartie sieht schon geil aus. Wie gesagt, der Übergang, also der Seitenteil sieht halt an der Tür scheiße aus, weil es halt einfach so schnurstracks rausgeht. Also, es ist, sag mal so, das Bodykit ist halt null mit der Form des Fahrzeugs geformt. Normal so ein richtig schönes White-Bodykit harmoniert ja oder leitet sich so ein bisschen an der Form des, der Original-Karosserieform lang. Nein, das Bodykit hier nicht, der ist einfach breiter gemacht. Einfach so, wir machen breiter. Aber die Karosserieform, wir machen eine neue. Habt ihr mir nicht zugehört? Das ist halt einfach null der Karosserieformgeschmack. Jetzt einfach nur breit gemacht. Das wirkt am RS6 noch ein bisschen stimmiger, aber RS7 ist halt einfach assig dadurch. Der Vergleich, Alter. So, aber der Wagen schlägt sich hier unschlagbar nicht ganz so schlecht. Das ist schon ganz gut. Fuck. Oh, die Scheinwerfer sehen so assig aus, ne? Boah. Der kriegt so pissig rein, ey. Das ist so geil. Mag ich ja mittlerweile an der aktuellen Fahrzeuggeneration. Sei es egal welchen Hersteller. Fast alle Autos gucken so rein, es hat gerade die letzten 20 Jahre geregnet. Einfach so purer Hass. Irgendwie stehe ich da voll drauf, wenn Autos mich nicht so angucken und so, ey, heute ist ein schöner Tag, lass uns Spaß haben, sondern verpiss dich. So ein bisschen mehr so, da finde ich irgendwie schöner. Also mein GTI ist ja auch eher mehr der Blick mit so, ach, ist das schön heute. Mein Audi ist sowieso einfach nur so komplett neben der Spur vom Blick her. Also, der hat einfach gar keine Emotionen, ist einfach so komplett stehen geblieben. Sichtgrätsche. Wenn ich dann den GTI vom Kumpel sehe, den 7er, das ist halt, der guckt halt schon viel assiger rein. Der hat diese runtergezogenen Scheinwerfer und sowas. Aber hey, vielleicht spiegeln meine Autos einfach nur mich wieder. Ich bin sehr freundlich, zuvorkommend. Und andere tolle Begriffe, die mir jetzt einfallen können. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, was für ein toller Typ ich bin. Habe ich gar kein Problem mit. Man nimmt Lob ja gerne an. Das ist ja gar kein Problem. Ach, die sind ja nicht mal voll getuned, die Jungs. Die sind ja nicht mal voll getuned. Aber es ist auf jeden Fall gute Audi-Übermacht hier in dem Rennen. Alter, der Breitenvergleich, das kann es ja nicht geben. Oh, wir haben auch eine RS7 genommen, haben den exakt daneben gestellt. Und das hat dieses Auto ergeben. Also ist ja wirklich so. Ist ja einfach wirklich so, als hättest du dasselbe Auto nochmal genommen, einfach daneben geballert. So. Oh, wir haben noch Platz. Dann machen wir noch einen daneben, ne? So ungefähr. Aber ich mache wegen der Mannschaft schon mal keine Sorgen. Also, ich habe erst gedacht, brauchen wir vielleicht Winterreifen, ne? Weil es ist Winter, ist schwierig, manchmal im Grip. Ich sag's mal so, der RS7 hat jetzt nicht unbedingt ein Problem damit. Also, ich habe jetzt keine Kurve gemerkt, wo ich jetzt weit gerutscht hätte wegen dem Schnee oder dem Eis. Das war einfach nur, weil ich zu doof zu bremsen war und zum Zurückschalten. Das weiß auch gar nicht. Nebenbei die Superlimousinen, klar, sowieso total brutal hier im Spiel. Ich glaube, gefühlt 20, 30 Autos allein drin. Also die Hälfte der Fahrzeuge im Spiel sind Superlimousinen. Also das ist wirklich eine Klasse mit einer riesigen Fahrzeugauswahl. Also die kann euch öfters noch in Saisonveranstaltungen kommen. Wir haben noch ein bisschen Fahrzeuge zur Auswahl, die ich euch zeigen kann. Darf ich mal? Dankeschön. Alter, der Anzug am Start ist halt schon krass. Natürlich, Alter, marschierst du halt am Anfang schon so nach vorne. Und verpasst sowas von hartem Bremspunkt. Geil. Da war ich den Bremspunkt geschafft, aber ich habe ja doppelt so viele Autos. Da musste erstmal anpassen daran. Oh, schöner Power Slide, sehr gut.
in den Drehzahlbegrenzer rein. Irgendwo muss die Leistung herkommen. Also von mir aus könnten die super Limousinen auch mal S1 oder so sein. A800 klingt zwar super, ist aber leider, denke ich, nicht immer unbedingt super geilste Ausbau. Weil du könntest aus den meisten Karren so viel rausholen, aber das Spiel will halt nicht. Das Spiel will halt nicht. Okay, ich mache mir schon mal keine Sorgen, dass es hier nicht wieder um den Sieg gehen sollte. Gut, ein Sieg ja schon mal sehr gut, vielversprechend. Was bremst du so früh? Beruhig dich doch mal. Dann überhole ich halt von innen, mein Gott. Ey, da hält mir schon auf der Geraden, zieht ja schon die Handbremse an. Das ist ja glatt hier. Nee, da an der Stelle eben mal nicht. Da war sogar Asphalt. Aber die Kurve hier macht Laune. Fährst da rein und dann lässt du das Heck einfach rumschwingen. Und schwing dein Ding so Richtung, ne? Das ist exakt dasselbe. Gut, dass wir exakt jetzt Spritztour abschließen. Das ist halt, das kannst du ja keinem erzählen gerade, Alter. What the fuck? Oh, schwing dein Ding. Spritztour abgeschlossen. Well. Okay. Ich komme jetzt gerade nicht drauf klar, Alter. Okay. Ja. Fahren wir mal ein Rennen, weil ich stehe jetzt gerade ein bisschen neben mir. Alter, ja, man merkt's. Das kannst doch keinem erzählen, Alter. Das Spiel hört mich doch. Ist sicher auch so spritzt du abgeschlossen. Bringe einen Schwing der Dingwitz oder irgendwas. Wir bringen einen Penisspruch im Laufe eines Videos. Irgendwie sowas, ne? Ich nehme das nochmal zurück mit dem klaren Sieg, aber es liegt daran, weil ich gerade die Kurve so vollkommen verkackt habe. Hier auch. Der nicht vorbeikam. Okay, dann gewinnen wir das zweite Rennen halt nicht. Aber auch verdient nicht, weil wir haben verdient verkackt. Aber dafür war der Gag in dem Rennen ganz gut mit. Also, das kannst du keinem erzählen, Alter. Was? Jetzt sehen wir mal kurz gucken, was spritzt du ist. Kommt gleich wirklich, bring einen Penisspruch. Wir hören dich, Lukas, wir hören dich. Wir wussten, dass das kommt. Und ja, ich bin bei der Festivalspielliste noch nicht weit. Fahrrad gab es 10 Mal. Ja, okay, das ist ungefähr dasselbe. Das ist ungefähr, kommt es auf dasselbe hinaus. Sind wir ehrlich. Also, der Unterschied zwischen dein Ding schwingen und 10 Meilen fahren, das ist dieselbe Länge. Gut. Das Niveau dieses Videos ist jetzt komplett auf den Boden gedrückt. Ich habe auch gerade nochmal nachgedreht. Das soll auch schön nach unten bleiben. Ich möchte das nicht wieder hier irgendwie so mal kurz hochkommen, sodass ich plötzlich philosophisch wäre, so eine Scheiße. Das wollen wir hier nicht. Hier werden knallhart dumme Sprüche gebracht, jegliche Minderheiten unterdrückt. Auf Frauen. Willkommen bei meinen Videos. Dies wie. Das Schöne ist irgendwie, wenn meine Videos momentan nicht als selber unfreundlich eingestuft. Ich finde es echt sehr schön. Ich wundere das ein bisschen, aber lobenswert. Danke YouTube, dass ihr auch rafft, dass das anscheinend. Obwohl ich darf nicht sagen, dass die raffen, dass es Satire oder irgendwas ist. Weil sonst denken die Jungs, die Artikel 13 da gerade am Durchkloppen sind. Oh ja, das kann YouTube anscheinend doch. Der eine YouTuber hat es ja in seinem Video gesagt, dass er das können. Hab ich nicht. Nehme ich über deinen Mund um. Hallo, hallo. Statt einfach weiter nach links zu lenken, nee, lenken wir nach rechts konsequent und den Kollegen komplett niemals zurück. Das macht Sinn. Kleiner Tipp, mach das nächste Mal nicht das. So. Was seid ihr eigentlich also? Die sind alle komplett langweilig. Die fahren ja alle so total langsam die Kurven an. Bisschen mehr wie ich, ein bisschen mehr Risiko. Dadurch nimmst du zwar jede zweite, dritte Wand mit, aber Risiko. Alter, was war das gerade für Stichflammen? Ja gut, da kannst du eine neue Tätigke aufbringen. Die habe ich gerade mal kurz ein bisschen heiß gemacht. Upsala. Komm jetzt gegen den Jaguar an, Alter. Zieh doch. Geht voll. Gut, wenn ihr keinen Bock habt, ich nehme die dann voll. Tschüss. Schönen Tag noch. Geht hier alles voll. Wir haben Leistung, wir haben Grip. Mit 62 Sachen in die Kurve rein. Ja, leichter Funkenflug, alles gut. Das war nur die Geschwindigkeit, deswegen. Das war ja kein Kontakt. Ich habe noch die Scheibe auch durchbrochen, dann geht's Funkenflug. Das ist ja, kennt man ja, ne? Boah, ich könnte eben die Klang von diesem Ding die ganze Zeit zuhören, ne? Der klingt so schön. Nebenbei auch der neue 8 klingt ja mittlerweile auch geil im Spiel. Der hat ja auch ein unglaublich schönes Klang-Update bekommen. Forza Motorsport 7 kriegt ja heute auch ein Update. Mit Zaun und Pipapo und der McLaren Senna kommt rein.
Der war ja bisher nur Forza Horizon 4 exklusiv. Der kommt jetzt aber auch nach Forza Motorsport 7. Kann man da auch jetzt fahren. Da kann man wenigstens mal richtig bewegen, nämlich auf Rennstrecken, wo er hingehört. Also klar, ist natürlich eine Frage mit Straßenzulassung, aber eigentlich sind sie natürlich dafür gebaut, um auf Rennstrecken komplett auszurasten. Kann man jetzt. Das ist schön. Werde ich auf jeden Fall mal machen. So, gewonnen haben wir das. Ja, gut, Meisterschaft ist damit eigentlich schon so wie durch. Ein Rennen haben wir noch. Diesmal bin ich mir auch sicher, dass wir 4 Rennen haben. Ich bin ja sonst immer ein bisschen durcheinander, was die Anzahl der Rennen angeht. Ich habe schon wieder was abgeschlossen. Ist schön. So, die Strecke. Die Strecke ist lustig, weil die ist relativ schnell, aber die meisten Kurven erwarten, hast du dann auch böse Gehkräfte. Und ich meine, ne? Warte, ich will mal kurz gucken, was wiegt die scheiß Karre. Das interessiert mich jetzt gerade mal. Wirklich arsch viel. 1,94 Tonnen. Das ist weniger, als ich erwartet hatte. Das ist deutlich weniger, als ich erwartet hatte. Ich habe jetzt irgendwie so 2,3 oder sowas geschätzt. 1,9 ist ja schon noch... Klar, es ist arsch viel für ein Auto. Aber wenn man sich das Teil mal echt so anguckt und was da an Scheiß an Technik drin hängt und so ein paar Kabel, die sind nicht gerade leicht. Ich hätte jetzt eher so auf 2,2,3 irgendwie so geschätzt. Aber okay. Er ist leichter als erwartet. Nicht schlecht. Ja, der Kofferraum ist vollkommen unpraktisch. Ne? Diese KQP-Form verlierst du so viel. Ne? Du hast so viel Fläche, allein das Dach halt so weit runterkommt schon, hast halt eigentlich nicht so viel, was einladen kann. Deswegen, liebe Kinder, wenn ihr das Geld haben sollt, kauft euch einen RS6. Papa dankt's euch. So. Und ich weiß nicht, warum die Ladezeit gerade so lang ist. Ich hoffe nicht, dass das Spiel gerade abgeschmiert ist. So. Das Spiel ist nicht abgeschmiert. Ich habe mir aber in der Zeit noch einen Tee machen können. Ich sag mal so, ich weiß nicht, warum, aber die Ladezeit hat gerade sehr lang gedauert. Ich habe es einfach mal laden lassen und mir in der Zeit mal kurz einen schönen Tee gemacht, neun. Und dementsprechend können wir weitermachen. Gut. Ich sag mal so, am Schluss habe ich mir Forza Horizon 4. Ich glaube, es ist doch ein bisschen broken. Das ist. Okay, Hilfe! Falls dich interessiert, jegliche Tasten dieses Controllers haben keine Funktion mehr. Ich bin mal gespannt, ob jetzt wieder was passiert. Was hier gerade los? Ich wollte gerade loben, dass Forza Horizon 4 bisher noch nie groß abgeschmiert ist. Und da passiert das. Das ist halt eine schöne Folge. Ich kann dir 7 Wesen mehr in Ruhe angucken, ne? So, jetzt habe ich das Spiel neu gestartet. Und das Rennen funktioniert wieder. Sehr schön. Wir sind wieder am Fahren. Oder wann auch immer das gerade war. Kann ja passieren. Also im Verhältnis läuft Forza Horizon 4, was technisch angeht, also was Abstürze angeht und solche Hänge angeht, sehr gut. Gut, im Multiplayer passiert das öfters, muss man leider sagen, und dann eher aufgrund dessen, dass Leute lieben und sonstig und die Server dann ein bisschen mit sich selbst überfordert sind. Also kein Scheiß, das Starten vom RS7 ist halt hier in dieser Klasse so OP, du kommst halt so schnell nach voran am Start. Das ist halt so krass. Ich bin ja nach der Startphase, obwohl ich hinstarte, direkt Vierter. Das muss ja mal geben. Das ist ja. Oh, fuck, nicht gerade wenig. Plätze, die ich da am Anfang einfach gut mache. Durch nur ein bisschen aufs Gas latschen. Da hätte ich irgendwie. Gut, ein bisschen den Leuten ausweichen, dass ich nicht jedem gleich Effekt baller, aber. Da nach vorne sind sie aber sehr uneinig, deswegen ich selbst dank Fehlern selbst rankomme. M2, RS7 und RS6. Ah, wie geil, der RS7 hat das Sauber-Quad-Design drauf. Wie geil ist das denn bitte? Das feier ich ja. Wenn ich weiß, Sauber-Quad ist ja eine Marke, die ja, eben Automotive Fashion macht, also Auto, so Kleidung für eben Autofans. Also jetzt nicht komplett mit irgendwelchen Autos draufgedruckt, sondern ihr wisst, was ich meine, so wie Felgentint und so ein Shit. Und Sauber-Quad ist ja deren Reinigungsmarke oder Autopflegeprodukt, die kaufen kannst du drüber. Ich mag das Design mega geil, das hatten die auf einem Passat drauf. Mittlerweile nicht mehr, das hat mittlerweile runter gemacht für die Saison, aber das sah ultra fett aus. Das ist das, was auf dem RS7 drauf war. Das ist halt optisch sieht echt fett aus, wenn man es echt mal sieht. Runde 2, ich führe jetzt schon. Ja, geil. Also, wenn ihr in die Superlimousinen-Meisterschaft noch nicht gefahren habt und sagt, oh, ich will mal vorne, brauche noch irgendwas mit Leistung, was total leicht zu fahren ist, womit ich alles im Boden fahre, selbst ihr wisst, ne? Unschlagbar. RS7 oder RS6, könnt ihr euch aussuchen. Kommt das irgendwie hinaus. Ich glaube, der RS7 ist sogar aerodynamischer, das andere ist ein bisschen der Schrankwand. Das ist hier eine flachere Schrankwand. Ist eher so ein Regal. Das ist eher so ein flaches Regal. Oder ein Schrank, der umgekippt ist. Könnt ihr euch aussuchen. Ein breiter Schrank, der umgekippt ist.
So, letzte Runde noch. Ja, relativ schneller Kurs, der macht mit Hypercars ultra Laune. Weil wenn du nämlich dann hier vorne die Kurven schön triffst, kannst du einen richtig geilen Vorrennen bekommen. Oder du triffst nie und krachst in jede Wand dreimal rein. Aber das kann auch im selben Zug passieren. Aber mit Sportwagen macht die Strecke hier halt echt Bock, weil du halt, wie gesagt, schöne Linie fahren kannst. Und das hier theoretisch alles in einem Flow durchziehen kannst, mit relativ viel Tempo. Aber wenn du halt von dieser Idee abkommst, dann krachst du Shepard halt an jede Ecke. Diese Multiplayer-Rennen hier immer absolute Katastrophe, weil es halt echt an jeder Ecke scheppert. Und nicht, weil du scheiße gefahren bist, sondern weil dir irgendein Lamborghini oder so wieder in die Windschutzscheibe fliegt. Man kennt das ja. In Lamborghini fliegen heute wieder Tee, Wetter schlecht. So. Abhängen konnte ich sie jetzt nicht, aber es liegt eher daran, weil ich gerade ein bisschen scheiße gefahren bin. Das gebe ich dann sogar mal zu. Schande auf mein Haupt. Okay, jetzt war ich hier ein bisschen sehr vorsichtig. Cool. Muss ich aber echt langsam anfahren, weil der fängt mich sonst an, vorne rüber zu schieben. So, letzte richtige Kurve noch. Bisschen Auslaufzone genutzt. Oh, bisschen ist gut. Bisschen Barrikaden genutzt. Bisschen von allem. Ich habe gedacht, wir kriegen das ohne Bremsen hin. Antwort nein. Aber gewinnen tun wir da trotzdem. Weil in dieser einen Schikane hinten kurz am Schluss die KI leider sehr langsam. Und das ist egal, ob im Schwierigkeitsgrad. Die nimmt das sehr viel Tempo raus, was natürlich, ja, für uns natürlich, wenn wir da kein Tempo rausnehmen, den Sieg bedeutet. Deswegen, boah, ein weiterer Sieg. Also wir hätten theoretisch alles gewinnen können, das weitere nervt mich ein bisschen, dass ich da am Ende verkackt habe, aber letztendlich ist es egal. Eine weitere Saisonmeisterschaft hier in Forza Horizon 4 abgeschlossen. Bam, 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 sehr gut. Gibt einen Wheelspin und glaube zweimal Money, also Moneten. Also nichts Krasses, aber gibt halt Prozente in der Festival-Playlist. Dementsprechend nehmen wir das natürlich gerne mit. Und hat ja Spaß gemacht. Der R7 macht ja echt Laune. Oh, klingt geil. Und alles andere auch noch. Oh, ja, auch noch Level Up, mein Gott. So. Heißt, wir haben noch einen Respin, ne? Dann drehen wir den gleich auch noch. Dann drehen wir noch den einen Respin jetzt auch noch schnell. Weil wir dürften noch einen zweiten über haben, weil wir ja gerade Level Up hatten. Denke ich mal, ne? Bin ich richtig. Ja, da ist noch einer. Sehr gut. Dann gucken wir nochmal. Weil es schön ist, gibt 175.000. Ja, nice. Ja, mein Geld vermehrt sich dann aber sicher wieder. Und ich würde auch sagen, damit wäre ich raus für diese kleine Folge. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Ja, lasst den ganzen gerne einen Daumen oben da. Und dann sehen wir uns in der kommenden Folge hier bei Forza Horizon 4 wieder. Bis dann. Tschüss, tschüss.